So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik. Neues Video, neues Glück. Ich befinde mich gerade in Nürnberg am Hauptbahnhof und bin auf dem Weg nach München. Ja, jetzt wisst ihr, wo es wieder hingeht. Es geht in die bayerische Landeshauptstadt München. Und da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Ja, wir haben es mittlerweile kurz vor 10 Uhr. Leider. Eigentlich müsste ich jetzt schon im Zug sitzen, aber dadurch, dass der Regionalexpress von Erlangen nach Nürnberg Verspätung reingehauen hat, habe ich den ICE nach München mit meiner sogar Sitzplatzreservierung verpasst. Also muss ich jetzt den ICE 503 nach München nehmen. Somit ist meine Reservierung verfallen. Und ja, hoffen wir, dass wir gut ankommen. Ich melde mich dann aus dem Zug nochmal. Wir sind in Nürnberg. So Leute, ich befinde mich jetzt im ICE. Bin schon bei Ingolstadt angekommen. Und jetzt geht es dann noch durch bis nach München. Ich habe schon gut gefrühstückt in der Bordrestaurant. Hab dann großen Kaffee getrunken, eine Butterbrezel. War sehr, sehr, sehr gut. Und so sieht der ICE aus. Ich sitze ganz vorne beim Lokführer. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach später. Grüße aus dem ICE. Hier geht es an Ingolstadt vorbei. Genau. Gut. Dann
würde ich sagen, in diesem Sinne habe ich die Klappstange. Servus. Aus München angekommen, beziehungsweise in München angekommen, und jetzt das nächste Highlight mit aufs Pedal ziehen. Und zwar geht es jetzt ins Paulaner Bräuhaus. Das letzte Mal war ja im Hofbräuhaus, jetzt geht es ins Paulaner Bräuhaus. Genau, und das zeige ich euch mal. Das Paulaner Bräuhaus. Und ich würde sagen, schauen wir rein, lassen wir es uns gut gehen. Wunderbar. Also sehen wir uns dann nachher, wenn ich mein Messler habe. Bis dann. Alle. Also dann im Paulaner Bräuhaus, sage ich zum Wohl. Schauen wir mal, wie das Zwickel schmeckt, ne? Ja, ganz gut. Sehr süßig, sehr, sehr gut. München, bin wieder zufrieden. Da warten wir noch aufs Essen. Mal schauen, wie das ist, den guten Schweinebraten. Und kann ich hier bis jetzt schon mal vom Bier allein schon mal empfehlen, Paulaner Bräuhaus in München. Also in diesem Sinne, manche sind später. Bis später dann. So, servus Leute, ich bin wieder zurück. Jo, ich bin, wie ihr sehen könnt, mittlerweile wieder auf dem Rückweg, auf den Heimweg, sitze im ICE. Im ICE, da vorne ist die erste Klasse, hier ist die zweite Klasse. Ich fahre auch immer zweite Klasse reisen. Schöne alte Sitze noch, die feiere ich echt, und so, dass es noch so schöne alte Sitze gibt. Auch noch solche schönen Tische hier, ich feiere das wirklich. Man kann ja auch schön auch noch sein Handy aufladen, wie man hier sehen kann. Ladebuchse, kann man sein Handy aufladen, mache ich aber gleich wieder. Ja, ich bin jetzt auf dem Heimweg. Wie ihr gesehen habt, konnte ich für euch nur das Paulaner Bräuhaus aufnehmen. Das war ja von mir schon mal letztes Jahr schon mal eine Ankündigung und vorletztes Jahr mal eine Ankündigung, dass wir das Paulaner Bräuhaus noch besuchen in München. Heute habe ich es gemacht. Für mehr Videos hat es dann leider nicht mehr gereicht. Und ich wollte auch ein bisschen abschalten und noch ein bisschen Zeit mit meinem ganz lieben Freund verbringen. Deswegen Grüße an meinen Freund Tom. Danke für alles. Es war mal wieder richtig schön. So, und jo, jetzt bin ich wieder auf dem Rückweg von München aus. Wieder zurück auf dem Rückweg. Ich sitze im ICE und ihr seht's, da ist das nächste Bier. Aber ich sag so, ich darf trinken und essen auf dieser Welt, was ich will. Gesundheitlich bin ich auf Top-Stand und jeder, der das nicht glaubt, der sollte sich selber mal untersuchen lassen. Genau. Und ja, und ihr habt ja auch vielleicht schon mitbekommen, ich trinke mal schnell. War ja teuer genug. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass die Videos, die ich vor kurzem rein habe über gewisse Personen, ich vom Netz genommen habe, also nicht ganz vom Netz genommen habe, die sind erstmal auf privat gestellt, aus dem Grund, weil gar nichts mehr, weder das Aufregen noch das Auslasten und Eskalieren, nichts mehr bringt. Natürlich da, wo ich die Wahrheit gesagt habe, worum es geht, das bleibt natürlich drin. Die ganze Welt soll es sehen, dass ich nicht der Buhmann bin für irgendwas. Und
Die sind drin geblieben, der Rest, wo ich da wirklich eskaliert bin, die sind so nicht mehr drin, wenn es euch aufgefallen ist, die habe ich raus, weil es wird hier und da nicht aufhören. Man hat keine Chance und ich habe ja auch mal betitelt, ich werde ja zu gewissen Leuten fahren. So, das wird auch nicht zustande kommen. Ich möchte einfach friedlich meine Videos weitermachen und tolle Videos weitermachen. Ich habe auch keinen Nerv dafür. Mich hört zwar auch noch mit solche Leute zu beschäftigen. Die sollen uns zwar sich selber was zusammenspinnen. Für mich sind diese Leute nur noch Luft und genau, und ihr wisst genau, was ich damit meine. Ja, also in diesem Sinne, kurze Ankündigung dazu. Ich werde mich über die ganzen Trollies, wie man sie nennt, und Franktreiber, ich werde mich mit diesen Leuten nicht mehr abgeben. Ich habe dahinter einen ganz fetten Haken gemacht, und zwar, ich will von diesen Leuten nichts mehr wissen. Ich werde diese Videos von dieser Person nicht mehr anschauen und mich dann wieder aufregen, denn da habe ich keinen Nerv mehr dafür. Ich mache mein eigenes Leben, was ich für richtig finde, und ich drehe Videos, die ich für richtig finde, und da haut mir jemand in die Hugen. Wollte ich noch mal kurz Bescheid geben. Jetzt aber noch zum positiven Thema. Ich hocke im ICE, fahre jetzt schön nach Hause. Es war schön in München und so ein Ausflug mache ich öfters in so schöne Städte. Bald steht ganz fett auf dem Plan Hamburg. Ist dann und zwar jetzt das nächste, was auf dem Plan steht. Wann genau jetzt, ob ich das mache, das muss ich erst noch planen. Aber ihr werdet das Video dann auch noch sehen, wenn ich in Hamburg war. Genau, so. Also, in diesem Sinne sage ich jetzt, macht es gut, Leute, bleibt anständig. Ich bleib, verbleib, euer Leon Elektronik. So, und jetzt will ich sagen, liebe Leute, schauen wir uns noch den Zug an. Ich gehe mit euch jetzt durch die erste Klasse, denn ich muss nämlich mal aufs Häusl. Oder aufs Häusl, ihr wisst, weil viele wissen, was ich damit meine. Aber das werde ich euch nicht zeigen, wie das der Weg am Häusl. Ich werde euch dann zeigen, wie die erste Klasse ausschaut und wie dann so ein Durchgangsflur mit Eingangstür hier mit See ausschaut. Also, sehen wir uns gleich. Euer Leon Elektronik. Sehen wir uns gleich. Auf geht's. Ich verbleibe euer Leon Elektronik, habe die Ehre. Servus.